Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Xbox Dynasty. Ich bin der Raiden und befinde mich hier im 12. Video und somit auch beim 12. Schädel. Ich befinde mich hier im stillen Auditorium, da wo auch dieser letzte Schädel zu finden ist, allerdings hier mit einer kleinen Hürde. Ich stand bereits zweimal vor dem Punkt, wo eigentlich der Schädel sein sollte, doch die Tür ging nicht auf, muss ich ganz ehrlich so sagen, und ich habe mich halt informiert, erkundigt, warum funktioniert das nicht, was habe ich übersehen, was habe ich falsch gemacht. Und ich glaube und ich hoffe, dass ich endlich das Rätsel Lösung gefunden habe. Und hier in diesem Raum fangen wir jetzt einfach mal mit dem Video an. Bis zu dem Punkt wird es noch etwas dauern, das Video wird also etwas länger gehen. Hier in diesem Raum waren zwei Jäger, die man erledigen musste, um überhaupt weiterzukommen. Und genau hier machen wir jetzt auch weiter. So. Wie gesagt, die Tür bei mir ging nicht auf. Deswegen werden wir hier jetzt etwas anders vorgehen. Beziehungsweise meine Info sagt mir, ich muss es so machen. Und ich hoffe, die behält recht. Und ich werde euch zeigen, was ich hier ändern werde. Bin ich gerade falsch gelaufen? Ja. Ich kenne das Level jetzt mittlerweile in- und auswendig. Also ich bin jetzt schon dreimal gelaufen. Und ja, irgendwann. Die Gegner, die lassen wir hier einfach stehen. Wir machen jetzt hier einfach mal so weiter und hoffen, dass wir das Ganze hier irgendwie überleben. Ah, verdammt, funktioniert gerade nicht. Wir müssen es jetzt nochmal machen. Nur mal ein bisschen aufpassen. Ah, verdammt. Jetzt bin ich runtergefallen. Das war so nicht geplant. Ich hoffe, ich habe eigentlich gehofft, dass ich nach oben weiterkomme. Ah nein, jetzt muss ich wieder diesen einen Punkt machen. Ja, dieser letzte Schädel ist halt wahrscheinlich wirklich super, 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 super kompliziert. Machen wir es nochmal und diesmal hoffentlich besser. Das Ziel ist tatsächlich jetzt hier alle stehen und liegen zu lassen. Einfach weiter zu laufen. Denn davor habe ich die Male, habe ich nämlich, alles und jeden vernichtet. Und ich hoffe, das Ganze ändert sich jetzt hier mit diesem Durchlauf. Dieser Ring ist anders. Er wird Geheimnisse, die mein sein werden. Dieses Auditorium. Kennst du seine Geschichte? Den wahren Zweck. So, weiter geht's. Die Brücke ist jetzt offen. Und ich bin gespannt. Ist noch ein kleines Stückchen bis dahin. Die Daten sind präziser, vollständiger, fast als... Näherten wir uns dem Ort, an dem sie starb. Ja. Ja. Ich
Es ist da. Dieses blaue Objekt war vorher nämlich nicht da. Und ich glaube, das ist dieser wunde Punkt, den wir hier haben. Oder beziehungsweise den ich hier hatte. Weil der war nämlich vorher nicht da. Und ich hoffe jetzt wirklich, dass es diesmal klappt mit diesem Video, beziehungsweise mit der Art und Weise, wie ich das jetzt hier mache. Gleich sind wir da. Los, komm, mein Guter, mach die Tür auf. Kollege? Einmal Tür öffnen. Sesam, öffne dich. Genau. Perfekt. So. Und jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Langsam? Ne, wir müssen hier lang. Jetzt ist es soweit. Bin gespannt. Ja, endlich. Endlich. Die Tür. Scheint offen zu sein, denn diese leuchtet diesmal blau. Das war vorher nicht der Fall. Genau. Perfekt. Jetzt hab geschafft. Nach quasi 4 Stunden bin ich jetzt endlich hier bei diesem allerletzten Schädel. Und den sammle ich mir jetzt auch ein. Perfekt. Ich hab's geschafft. Dafür gibt es noch einen Gamerscore. Und damit haben wir alle versteckten Schädel gefunden. Ich hatte beim letzten Schädel etwas Frust, aber es hat sich am Ende doch gelohnt. Ich konnte euch zeigen und ich konnte vor allem euch auch helfen, wie ihr das hier abschließen könnt. Denn ich kann oder denke mir, dass einige bereits vor dieser Tür standen und die gingen einfach nicht auf und haben gesagt, okay, hier ist doch bestimmt irgendwas. Und tatsächlich, hier war der Schädel. Lasst einfach alle Gegner nach den 2 Jägern stehen. Versucht euch mit dem Greifhaken durch das Level ja quasi zu schwingen, damit ihr hier in diesen Raum rein könnt. Und ja, damit verabschiede ich mich. Es wird kein weiteres Video mehr geben von den Halo-Schädeln, da wir nun bereits alle haben. Ich hoffe, ich konnte ein paar von euch helfen. Das Ganze hat euch gefallen und ich würde mich über ein Däumchen nach oben beziehungsweise über ein paar Kommentare freuen. Und damit verabschiede ich mich auch von euch. Bleibt gesund, macht gut und wir sehen uns sicherlich wieder, wenn es dann wieder zu irgendwas Neues geht. Also, haut rein!